Wenn am 6. Januar die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt, ist das in vielen Narrenorten der Tag des Gschellabstaubens, des Häsentmottens oder ähnlicher Veranstaltungen, die besagen, dass es Zeit wird, Masken und Häser für die närrische Zeit aus Kästen und Truhen zu holen und für die Fasnet herzurichten. In Aulendorf geschieht dies normalerweise 3 Wochen vor dem Fasnet-Samstag mit dem Fasnetshäs herrichten, heute meist kurz Häsrichten genannt. An diesem Abend erscheint nach 11 Gongschlägen und unter Sturmgeheul und bei Geistermusik der Maskenmeister, der in der Nacht zum Aschermittwoch die Masken für ein Jahr verbannte. An diesem Abend werden die Originalmasken noch nicht befreit, aber der Maskenmeister bietet einen Blick auf den Verbannungsort an. Auf den zweiten Teil des Abends sind die Aulendorfer Bürger schon seit Wochen gespannt. Die Häsrichter kommen. Das sind Narren, die das ganze Jahr Augen und Ohren offen halten, damit ihnen ja nichts entgeht, was den Bürgern, der Stadtverwaltung oder auch sonstigen Persönlichkeiten in Aulendorf passierte, welchen Fauxpas sie sich leisten oder welche gescheiten, supergescheiten oder auch saudummen Sprüche sie von sich geben. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit dem virtuellen Häsrichten 2021. Und wir sind uns sicher, dass wir in der Fasnet 2022 wieder wie gewohnt in unserer wunderschönen, närrisch dekorierten Stadthalle unser Häsrichter gemeinsam feiern können. Und nun bitte, bleibt alle gesund, denn wir brauchen gesunde Narren, damit wir eine wunderschöne Aulendorfer Fasnet gemeinsam feiern können. Viel Spaß nun mit dem Blick auf den Verbannungsort und unsere Häsrichter. Mit einem kräftigen Haha, ja was seist du? Und Ekex, hui, eure Narrenzunft Aulendorf. Thank you.
führe euch jetzt durch dunkle und geheime Gassen an den Verbannungsort der Aulendorfer Masken. Dort, wo sie warten und sich richten für die Stunde, wo man sie ruft zum Feuerzauber in die Runde. Am Tag der Narrenfreiheit. Ha, ha, da sind sie alle wieder da. Jeder schließt auf des Zauberberges großes Tor. Ihr Masken alle treten nun ans Licht hervor. Kommt näher. Euer Maskenmeister ruft euch zu. Vorbei ist bald die lange, ungewohnte Ruhe. In Bälde brech ich euren Bann. Dann fängt der Maskenspuk hier wieder an. Heda, lasst sehen, ob ihr bereit und schon dafür gerüstet seid. Da stehen sie nun. Farbenprächtigen Gewand, die Masken an, mit Besen, Schellen, Schmuck und Hand. Und welch ein Treiben, welch ein Leben, den einen Teil zum Ganzen muss rasch geben. Ja, lass sehen, ihr bereit, denn lange habt ihr nicht mehr Zeit. Schon ihr dickes Buch hervor und schreit von euren Taten. Der Jory wird sie stets beraten. Die Hexen sitzen wartend auf den Besen, zum Sprung bereit, die wilden, tollen Wesen. Die Schnorkeler füllen ihren Stab mit Schnorkelvieh zur guten, reichen Gab. Die Fetzler glänzen ihr Geschell, an Blusen, Stäben wieder hell. Heda, warum entzieht ihr euch unseren Blick? Denn fort und zieht uns zurück von diesem Ort, wo harter Bann uns zwingt und niemand uns die Freiheit bringt. Verflucht sei dieses sauberes Revier. Wir bleiben nicht mehr länger hier. Jeder, lasst sehen, ob ihr bereit, denn lange habt ihr nicht mehr Zeit. In Bälde breche ich euren Bann, dann fängt der Maskenspuk hier wieder an. Schaurigen, geheimen Ort.
Jetzt sind wir ja nämlich schon in Lindau quer und da ist ja auch Freinacht quer. Und unsere Narrenzunft hat da auch einen Bus nach organisiert gehabt, für unsere Narren, die zur Freinacht willet. Der Deiber Karle und seine Claudi, die sind da auch mitgefahren. So. Und so gefühlte 10 Sekunden vor der Rückfahrt musste Claudi nur aufs Klo. Dann sagte sie zu ihrem Karle, stand auch vor das Klo nach, damit ich dann nicht so alleinig bin. Also der Karle ist ja ein braver Ehemann, stellt sich vor das Klo nach und wartet. Und wartet. Und wartet. Irgendwann kommt sein Junge, der Jochen, aus dem Bus rausgerannt und sagt, du Vater, kennt das eigentlich du mal in den Bus einsteigen. Wir warten bloß auf die. Und dann sagt der Karle, neu, ich muss noch auf deine Mama warten, ihr hockt noch auf dem Klo. Jetzt hat sich die kleine Claudi irgendwie an dem großen Karre vorbeigeschlichen gehabt und ist schon lange im warmen Bus gehockt. Der Schnorkel ist Demenz. Nicht so. Heu, gibt's das auch? Tja,
Ach, du weißt ein Zeug. Naja, sag hier Wunder, du bist ja jeden Tag bei einem anderen Doktor. So ist es. Und wenn ich das nächste Mal beim Dr. Kaufenstein bin, dann frage ich den nämlich, wie hoch ansteckend diese Schnörkelesdemenz tatsächlich ist. Und vor allem, wie es seiner Frau geht. So. Ach Gott, hat's die Arme am Ende auch erwischt. Aber sowas von Zeit, wir sagen du. Wir sind mit dem Jutsu nach Zell im Wiesental letztes, vorletztes Wochenende gefahren. Zwei Schnörkele waren dabei. Hat ohne Weg bloß alles springen können. Gell, Frau Kaufenstein, nämlich... Krank? Ja, ein schnörkeles Demenz erkrankt ist und ihren Hut daheim vergessen gehabt hat. Gewesen wäre, aber er ist ja noch auf der Biene da gelegen. Also, das Häsrichten, das ist schon eine wichtige Sache, sag ich euch. Nein! Wir haben auch ehrlich gemeint, Gott sei Dank fährt der Bruno in der Gegend rum und weiß nachher wieder so eine schöne Geschichte zum Erzählen. Ja, weil wenn man nämlich nicht rumkommt, dann weiß man auch nichts zum Erzählen. Und deswegen fahren unsere Auladorfer Grazien nämlich auch dauernd in der Gegend rum. Hoi, wer ist jetzt dies? Kennst du unsere Grazien von Auladorf? Nee. Harmoni Trautmann, Gabi Meschemoser, Margit Angele, Angela Spähn und Heine Lemmle, die war denn mal auch dabei. Okay. In Schule. Na schreibt der Margit das ganz abdoll. Angela, brauchst ich anrufen? Mein Liebster, der holt mich sowieso vom Bahnhof ab. Der kann ich auch mitnehmen. Also gesagt, getan. Die Angela schiebt ihr Handy wieder in den Kittelsack. Und am Bahnhof angekommen, steht der Peter auch schon da. Und die Grazien rennen mit ihrem großen Gepäck aus der Stadt auf den Peter zu. Und genau da hätte ich ganz sein Gesicht gesehen. Wieso, was war denn? Ja. Schmetzgerei sein Quartier gehabt. Leider war er beim Verladen von seinem Gepäck nur am Ratschen. Und sein Däschle ist wo ganz anders gelandet. Ja, und da heißt es immer, bloß mir Frauen ratschen, gell? Ja. Ja, und das ist noch gar nicht alles. Leider hat der arme Paule dann in Ermangelung von seinem Schlafsack und seinem Nachthemd auf dem 1,60 Meter Sofa schlafen müssen. Uns hat sich mit einer 80 cm langen Läufer zudeckt. Tja, und seitdem heißt er Pauser Paul. Ich hab ja schon immer geahnt, dass bei euch schwamm. Die Bezeichnung, diese weltfremde Bezeichnung, Teppich, für eine normale Kuscheldecke, irgendeinen komischen Hintergrund hat. Aber dass da der Mockbau dahinter steckt, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, echt. Wer fahrt mit der Zunft in den Narrenschopf, Paul Mock? Wer ratscht wie ein weiter Schritt allen der Kopf, Paul Mock? Nun hat
es gerade so sagt, da fällt mir doch glatt noch mal eine ein. Ja. Also, letztes Jahr war ich im Sommer, das war glaube ich schon fast am Ende von der Saison, war ich am Stärke. Mhm. Ich, ja, stell dir vor. Und dann liege ich da so, da kommen auf einmal eine ganze Ladung Leute hergerufen mit Skianzug, Kappe und Händchen. So. Und laufen auf den Stärke im Sommer. Rein. Ich hatte gedacht, meine Kollegen aus Weißenau haben vielleicht ihre Leute laufen oder so, keine Ahnung, aber das war halt so viel. Mhm. Und dann echt in das Chaos in Zeit. Zum Schluss hat sich nachher herausgestellt, dass das die Wintersportabteilung von der SGA war und die hat da Mannschaftsfoto gemacht. Ah. Naja, das ist aber auf jeden Fall besser, wie wenn sich der Vorstand von den Stägefreunden, also der Hardy Tschech, nackt in Schneelein liegen lässt. Das will keiner sehen. Also allerhöchstens vielleicht sei Ingrid. Aber bei Schnee und Kalt, das haben wir ja auch jetzt schon ordentlich gehabt, gell? Ja, ja. Schneemenge und Arscheskälte. Aber ich habe ja Gott sei Dank immer mein Mittel dabei, gell? Da kann ich mich ja aufwärmen. Von dir? Bruno, hörst jetzt auf. Wenn du jetzt nicht folgst, dann sperre ich dein Schnäpsli ein und schmeiß einen Schlüssel weg oder versteck ihn. So. Ja, warum? Sollen wir es dann vielleicht so gehen wie am Tommy Vogel, dem Restaurantleiter vom Rat? Ich hab gar nicht gewusst, dass der auch sauft. Nein, da geht's ja um den Schlüssel. Ach so. Der war mit seiner Frau und seiner Tochter in Estrich im Urlaub. Und da hat's auch Eva Weiß Schnee nachgeworfen. Und dann hat er halt am Tag, bevor sie wieder heimfahren wollte, das war der Tag vor dem Schulabstand, hat er sein Auto wieder freigeschaufelt. Und dann ist er so bis zur Kofferraumdecke gekommen. Den hat er dann auch aufgemacht. Man guckt, ob da alles auch in Ordnung ist oder ob der Schnee drin liegt oder was weiß ich. Und denkt noch. Also Tommy Vogel denkt noch. Das ist ja schon mal was. Legt der Schlüssel nicht in den Kofferraum. Weil wenn du den Deckel zumachst, dann ist das Auto zu und der Schlüssel ist auf. Genau. Denkt er. Ja. Ja. Gut. Weißt du, was er tun hat? Was? Er legt den Schlüssel hinter das Auto. Findet den Fehler? Das wäre ja gar nicht so schlimm wär, wenn da nicht der Schneepflug gekommen wäre. Weg war der Schlüssel. Also hat er mit seiner Schaufel auf seiner Butler und Grab aufgehäuft und länger butlet und seit Tine und seit Ina haben zum Fenster rausguckt und haben sich gefreut, dass der Papa ein Iglu baut. Dann haben sie wahrscheinlich nur in den Iglu einziehen müssen, oder? Ja, beinahe, weil sie hätten ja auschecken sollen. Also in jedem Fall hat er dann irgendwann mal voller Wut mit seiner Schaufel auf den Schneehaufen draufgeschlagen und da war der Schlüssel. Hat doch der Ratze ja rein durchgekippt. Aber naja, wir wissen ja, wo er herkommt. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, gell? Ich darf es ja mal anrichten. Ja, aber der kann ja eigentlich gar nichts dafür, weil er ist ja Waldseher. Ich halte sich raus. Ja. Wenn du von Waldsee bist, hast nichts dafür. Yeah.
ist schon so eine Sache, ich sag's euch. Da kommst du zu Zeug, da wärst froh, du hättest eine andere Firma gehabt. Ja, oder auf was spielst jetzt du? Hat da einer Pech beim Bauer gehabt? Nee, Pech mit dem Wetter. Braudel, bist du dir jetzt sicher, dass du nicht nochmal mit deiner Frau Doktor mitmachst? Weil ich glaube, du hast was am Hang. Weil im Hang hast du ja sowieso nichts. Das ist jetzt auch unverschämt, gell? Also, glaubst du auch? Also, Sie müssen das gerade sagen. Sie können ja deinen Blutdruck. Langsam. Jetzt lass mich fertig schwitzen. Genau. Bloß weil Sie nicht ums Eck denken können. Das ist nämlich Ihr ganzes Problem. Nämlich, weil beim Meutzer wäre nämlich das alles überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn nämlich das Wetter gepasst hätte. Ja, weil der Michael Weißenrieder, muss ich mir erst einmal beruhigen. Also der Michael Weißenrieder, der hat nämlich von einer Baufirma, das war so eine Rohrverlegungsfirma, ein Werbegeschenk gekriegt, ein Rächerschirm, ja, mit dem Firmenslogan drauf. Irgendwann hat der Meutzer dann einmal auf eine Beerdigung gemüsst. Und weil es ein wenig trüb war, hat er den Rächerschirm mitgenommen, einfach geschnappt und zum Friedhof gegangen. Tatsächlich fängt das Rechner an. Der Meutzer nimmt den Schirm, spannt ihn auf und die ganze Trauergemeinde liest diesen Slogan von der Firma. Eingraben und vergessen. Bruder, was seid denn ihr da hinten? Frau Stoi, was tun denn Sie da? Ja, ich arbeite als Bedienung und Schankfrau dahinter. Aber was macht um Gottes Willen ihr dahinter und das in ihrem Alter? Also das war dem Bruno seine Idee, gell? Also der wollte es. Ihr seid mir schon zwei so komische Vögel. Ach, komische Vögel, sagt die. Also glaub ich. Also echt, hey, aber da fällt mir gerade eine Geschichte ein, ne? Von einem Papagei. Jetzt komm. Ja, von einem Papagei. Ja, doch, erzähl. Ja, also, pass da mal auf. Draußen im Stege, na, also, nee, ich muss ganz anders auffangen. Die Yvonne Wies, das ist eine Stegefreundin und die ist in der Vorstandschaft. Stimmt. Und die ist das ganze Jahr draußen Stege und die ist so eine Freundin von dem Stege, die geht da nicht bloß, nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Kommst jetzt mal auf den Punkt? Ah, ja, also, die Yvonne Wies, die geht spazieren im Winter um den schönen Steg herum. Und auf einmal sieht sie mitten im Stegersee was Buntes. Und dann denkt sie sich, das kann eigentlich bloß ein eingefrorener Papagei sein. Ne? Ist ja logisch, ne? Völlig. Genau. Also, dann klettert sie über den Zaun, krempelt ihr Hosenbein hoch, geht an den Stege hin. Und wie sie davor schaut, dann sieht sie, dass es doch bloß ein Boje war, gell? Ja. Passiert. Aber apropos Vögel. Peter Kieberle. Ah, das ist doch der Karate-Pit.
Genau den. Der war letztes Jahr mit seiner Frau und seinem Uwe in Griechenland in Urlaub. Da ganz ja jedes Jahr ne. Und am Abend auch gleich zu ihrem Lieblingsgrieche zum Essen. Der freut sich riesig, als er den Peter sieht und bietet dem einen fantastischen Fisch an. Der Peter verspeist den Fisch mit Hochgenuss und strahlt danach wie ein Äpfelbutzen. Das Lachen ist ihm allerdings vergangen, als er die Rechnung serviert hat. 50 Euro für den Fisch und das ohne Beilage. Ja, Frau. Ja, und das, der alte Schwab hier. Hör ja, auf, du im Atlantik. Also, da fällt mir doch gar nichts ein. Also, dumm gelaufen, gell? Das war wohl nichts mit chilligem oder besser gesagt billigem Urlaub. Man sollte halt einfach genau nachgucken oder fragen. Das hat schon manchen Käufer. Was willst du eigentlich, du Jungfuchs, der Hane, so oder her? Als ob du schon etwas verlobt hättest. Alter, du hast ja keine Ahnung, was die alles weiß und woher. Dann lass doch raus, Alter. Also der Robert Schenk war im Winter beim Skifahren. Da hat er sich eine Sonnencreme gekauft. So was ganz Modernes. Lippenpflege und Creme in one. Am Ende vom Tag hat er dann mega Sonnenbrand im Gesicht gehabt. Dann hat er mal genau auf die Tube nachguckt und gesehen, dass es bloß ein Labello war. Ja, so ist es halt. Der Mann da unterwegs ist schon beim Urlaub, gell? Bei Urlaub, da fällt nicht Ratno Ackermanns von Waldsee ein. Ja. Die waren da im Urlaub. Hoi, Bruno, meinst du jetzt Doris Ackermann, die im Rat schafft, oder? Ja, klar, genau die. Ah, die okay. Sind mit ihrem Kind mit dem Auto nach Italien abgefahren. Oh ja, und okay. Wie man es halt so tut, wenn man ein Kind im Auto hat, man spielt irgendwelche komische Spiele. Dass die Ruhe geben. Ah ja, klar. Ja. Und nachdem der Manolito hinten drin sowieso gerade eingeschult wird, hat der Papa eine ganz super Idee gehabt. Wir spielen Hauptstadtrate. So, Hauptstadt von Italien, Rom, läuft. Super. Hauptstadt von Deutschland, Auledorf. Passt. 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 Passt voll. Finde ich auch. Hat jetzt der Walzer den Rizzo gesehen. Tja, das glaube ich auch. Na, fragt er sein Bub. Ja, Manolito, warum denn ausgerechnet Auledorf und in Bad Waldsee? Sagt der Gläustäpsel, weil in Auledorf Rat ist und der Gine die beste Spätzle macht. Den Waldsee macht's auch schon die Runde.
Ja, aber der Spengene, also der Senior- und Spätzle-Chef vom Rat, gell? Wie ihr ja alle wisst, ist der auch noch tätig als Stadtrat, gell? Stimmt. Und war auf eine ganz tolle Sitzung eingeladen, wie nur so andere Stadträte und Bürgermeister in der Umgebung in Bums, gell? Zum Thema, jetzt kommt's, gell? Haltet euch fest. Interkommunales Gewerbegebiet. Puh. Respekt, so falsch. Hört sich echt mega spannend an. Muss man schon mal gebombt fahren dafür. Aber hallo. Auf jeden Fall, der Gine richtet sich und fährt pünktlich los. Pünktlich? Wie gibt's denn das? Ach so, Angela war ja nicht dabei, das stimmt. Da kann er schon pünktlich sein. Naja. Mensch, Traudel, Heimat langt normal. Jetzt schwätz halt nicht immer dazwischen. Kann ich jetzt weiter erzählen oder jetzt? Bitte. Ja, also fangen wir nochmal an. Der Gine fährt pünktlich los. Aber noch aus. Da findet er natürlich keine Versammlung. Auf jeden Fall. Anderthalb Stunden fährt er im ganzen Geil rum, sucht das verflixte Bums. Fiedler fertig kommt er im Rad wieder an, hockt an seinen Stammtisch nach. Und freut sich einfach wieder, dass du im Rat sein darf. Auf die Frage, ne, warum jetzt der eigentlich sein Navi eingeschaltet hat, sagt der Kinder bloß furzdrucken. So ein neumodisches Zeug, das braucht vielleicht Silke oder der Olli, aber ich brauch's nicht. Kein Fall. Ja. Vom Espedusa ein. Echt? Ah ja. Der war auch im Urlaub mit seinen Kumpels. Mhm. Und als er wieder zurückgekommen ist, hat ihn der Zoll aufgehalten. Oha. Die Drogenspürhunde haben angeschlagen. Oha. Aber hallo, sage ich dir. Da ist im Rolands Zöpfle gegangen. Die haben den komplett auseinandergenommen. Und dann? Und dann? Haben sie mal seine stinkende Socke wieder aus dem Koffer raus und dem Hundle noch mal unter die Nase gehoben. Und dann hat er genauso tun, wie vor der Koffer auspackt worden ist. Aber sagt mal, haben wir nicht einen wunderschönen Sommer gehabt letztes Jahr? Ja, herrlich. Ha? Herrlich war der. Ja, das stimmt, Traudel. Uns hat auch so viele Flüchtlinge gegeben. Flüchtlinge? Alte, was für Flüchtlinge? Die sind doch schon länger da. Checkst du es eigentlich schon noch? Deiberle, komm mal wieder runter. Ich meine nicht die Menschen, sondern die Maschine. Ich schieb's nicht mehr. Ich schiebe. Fahren. In der Kunststraße wurde vergangenen Sommer ein flüchtiger Rasenmäherroboter entdeckt. Aufhalten war unmöglich. Aber der Besitzer, der Siegfried Hügler, den hat man dann gefunden. Und der hat dann seinen Roboter wieder wohlbehalten in die heimische Ladestation. Gott sei Dank. Bin ich bei Hügler's Mann im Garten.
Hochzeitsreise oder wart ihr noch plariert auf dem Sportplatz? Frau Stoi, klar waren die in der Flitterwoche. Das Gran Canaria sind sie quer. Oh. Aber jedoch ohne Ring, ja, meine Freunde. Ohne Ring. Und wieso ist das jetzt in ohne Ring auf die Hochzeitsreise zum Gange? Neu, aber ihr kennt doch den Bonsai, der alte Jurist, gell? Auf jeden Fall, aus Angst, dass die Niki den teuren Ring verlieren könnte, hat sie ihn daheim lassen müssen. Ja. Aber jetzt horcht einmal. Das ist doch gut, dass der Bonsai auf so was Wertvolles wie so ein teurer Ring aufpasst. Mädli, der Ring ist doch ein Zeichen der unendlichen Liebe. Mein Gott, Omi, jetzt komm mal wieder runter. Doch Bonsai kann doch jetzt selber auf seinen Ring aufpassen. Ja, eben genau, gell? Ist sie so. Am Schlossfest, gell, kommen da die Fußballmädels und wollen den schönen deren Ring sehen. Die Nathalie Hamm guckt den an, vorne, hinten, links, rechts, oben, unter. Als sie fertig angeguckt hat, will sie dem Christoph wieder in die Hand geben. Und da passiert's. Zack, der teure Ring fliegt in Gullinei. Ja. Aber Bonsai nicht dumm. Springt todesmütig in den Gullinei, gell? Reißt den Gullideckel raus, holt den Gullikorb raus und, kennt ihr das fassen? Der hat den Ring auch wieder gefunden. Na super, ja. Aber auf einmal kommt der Security-Mann, wie von der Tarantel gestochen, auf den Bonsai zugrinnt und sagt: Du Freundchen, aber so nicht, gell? Wenn du vielleicht da zu viel getrunken hast, wird aber nicht in den Gulli da reingespuckt, gell? Aber hallo. Man hat sich leicht, ja. Hoch ansteckend, um die Haube so angesteckt. Oh Gott, wie schlecht.
Alter, hat die Trulla jetzt eine Panikattacke oder was? Ich glaub's fast auch, Entschuldigung. Jetzt sei mal nicht immer so frach. Also, soll ich euch jetzt das Geschichtchen erzählen, oder? Aus Rimsheim. Schieß los, Schwester. Gib dir vielleicht eine Schwester, du rotfreche Gierne, Hanna Heide, jetzt nochmal. Ihr kennt doch alle den Edwin Maucher, gell? Mhm. Auch Zunftrott. Der, seine Frau und der Bestkumpel haben den Ausflug nach Stuttgart gemacht, auf der Cannstatter Base. Schön mit dem Ziegli, gell? Wie sie's gehört. Mhm. Einen schönen Tag haben die verbracht. Vielleicht so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maß trunken oder so, gell? Und dann aber abends schön brav mit dem Ziegli auch wieder heimgefahren. Eine Matzgaudi haben die Kerle gehört, gell? Gesungen. Alle Gäste, die quasi raus sind aus dem Zug, haben sich verabschiedet mit Ciao, amore! Oder Spatzen, gell? Ja. Gaff, Halle. Ja. Bei jeder. Du auch, oder? Bestimmt, gell? Auf jeden Fall haben die Verabschiedungssänge, die haben die so tragen, dass sie doch gerade vergessen haben, in Ehinge auszusteigen. Tja, ich kann mal halt nachher in Wunderkinder draufkommen. Ihr solltet raus, gell? Das Blöde an der Geschichte war, eine Stunde haben sie warten müssen, bis sie wieder zurück nach Ehinge davon haben. Schade. Sie denn noch? Ciao, Amore, singen Kinder. Ja. Amore. Amore, ja. Naja, die Schnörkeles-Demenz, die hat dir derartige Ausmaße genommen. Da kann man schon fast von einer Epidemie schwätzen. Ja. Epi was? Bruno, das ist bestimmt wieder was zum Trinken, oder? Was du wieder von mir denkst, als ob ich saufen tät. Jetzt komm noch. Du nicht. Neu, überhaupt it. Weil eine Epidemie, das ist einfach so eine Krankheit. Also das ist eure Krankheit und andere leidet noch mehr. Ja. Ah, ach klar, jetzt habe ich es kapiert. Ja, gut sei Dank. Also, das ist quasi so, wenn alle nach dem Zunftball einen Jenseitsrausch haben und nicht mehr gerade laufen können. Ja, so ungefähr. Ich bin ein Professor. So, ja, mindestens. Kenn mich aus. Also unser Zähre, der Yogi Müller, ja. Der war letztes Jahr auch auf dem Zunftball. Und dann ist er heimgelaufen und auf sein Kanebein angelegen und hat ein Schläfchen gemacht. Warum auch immer ist er aufgewacht und denkt, Scheiße, ich habe ja noch mein Zährehäs im Auto. Das brauche ich ja morgen früh, wenn ich nach Munderkingen gehe. Da muss ich ja wieder winken. Also lauft er wieder zur Stadthalle, holt sein Auto, legt sich wieder aufs Kanapé und schlaft weiter. Gut. Relativ bald klingelt der Wecker. Der Yogi Müller wacht auf, denkt, Scheiße, ich habe ja mein Zierehäs noch im Auto, das Auto steht an der Halle. Also laufe ich an die Stadthalle und suche so mindestens 20 Minuten mein Auto. Bis er dann gemerkt hat, er hat es ja doch schon da.
das wisst. Also, das... Du alter Rotzler, musst du immer so faul auf sein. Jetzt, Frau Prinzessin, oder wie Sie sich da erinnern. Jetzt kommen Sie nach und erzählen die Geschichte. Wie denn? Ja, gell? Bitte. Aber bloß welche Ina, Frau Bäuerle. Ja, ja. Welche den Hundsfratz nicht, das sage ich euch sein, gell? Also, aber wissen Sie was? Ha, ja. Da fällt mir gerade direkt noch eine Geschichte von einem Geburtstag ein. Ja, doch, wirklich. Die Glaubdeiber. Bekannt unter dem Synonym Mutti. Die wollte ihrer Tochter, der Carina, zum Geburtstag eine Torte backen, gell? Dann hat sie sich überlegt, wann ist denn das Mädel geboren? Als Mutter weiß man das natürlich, gell? Und hat dann überlegt, wie sie am allerschönsten die schöne 33er auf der Torte da präsentieren will. Und wie sie dann die Torte fertig gehabt hat, hat sie sie gebracht. Ja, das Mädel ist leider schon an dem Tag 34 Mann. Bis sein Freund und Telefonspezialist Eddie Kümmerling kommt, hat man selber geschäftig drauf rumgeschraubt. Mit dem Ergebnis, dass jedes Mal, wenn es an der Haustür geleitet hat, der Anrufbeantworter reingegangen ist. Sagt einmal, habt ihr überhaupt mitgekriegt, dass die Narrenzunft letztes Jahr doch für die Kinder das schöne Büchler rausgebracht hat. Hast du eigentlich auch mal so schwätze, dass du die verstanden? Schöne Büchler, was soll jetzt das sein? Schöner Büchler, was ist denn jetzt da nicht zu verstehen? Schöner Büchler. Also, das ist doch Deutsch. Naja, für euch das schöne Büchlein. Dass die Fasnet für die Kinder erklärt. Hast du jetzt verstanden? Oh, mit euch ist furchtbar, echt wahr. Also, der Weizer, also der Michael Weizenrieder, der hat den Kindern also die Fasnet in der Grundschule erklärt. Anhand von dem schönen Büchler. Ja? Und dann hat er die Kinder halt gefragt, was sie denn schon über die Fasnet so wissen und von der Maske. Und dann hat er auf die eine Maske gezeigt, das ist die mit dem großen Strohhut und dem großen Gschell, dem lauten Gschell und dem Steckerler, wo das Gebäck drauf ist. Dann fragt er, wisst ihr, was das für Masken ist? Meldet sich ein Bub und sagt, ja klar, weiß ich das, das ist die Frau Gundert. Den Mutigen gehört die Welt. Alter, was wirst du jetzt so dramatisch? Das ist ja wie beim Shakespeare im Theater. Wer oder was war das mutig? Heid ihr's alle, Renate Adelsbach. Hoi. Ja, die hat sich total mutig bereit erklärt, an der Freinacht den Waldsee der Fahrer zu machen. Das ist mutig. Finde ich auch. Aber es wird noch viel besser und noch viel mutiger. Die Renate Adelsbach, die holt ihren Mann und Haps und einen Leuten, der auf dem Galgenwildeber wohnt, in Waldsee ab und fährt natürlich als erstes aufs Galgenwildenauf, weil der Rest wohnt ja im Birnbaumwerk.
auf dem Berg von Galgenbühl in der Birnbaumberg passiert dann das Unfassbare. Ja, kannst du glauben, ich zittere schon. Weil die Renate Adelsbach, die fährt so und plötzlich tut es einen Jenseitsschlag. Und dann hat die doch nicht ein armes, unschuldiges, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort befindliche Lebewesen einfach gnadenlos über den Haufen gefahren. Am Ende war es der Mutter, wo wieder nach Walsele fahren will. He? Ach du Gott doch! Musstest du mit der Hanne in meiner Dramaturgie stehen? He? Das sei können, oder? Also in jedem Fall haut die Renate natürlich sofort bremst rein. Aber wer steigt jetzt aus dem Auto aus? Die Fahrerin selber übernimmt dieses schwere Amt, steigt aus dem Auto aus, läuft hinters Auto und sieht, dass ihr Plastikguckel lieber fahren hat. Das uns immer wieder beweist an ihrem Neujahrskonzert.
Ach, am Neujahrskonzert. Das ist doch da, wo eine Schuld ist, immer die Triangel da spielt, gell? So ist es. Ach, dieses Jahr halt leider mal ich, gell? Oh. Tja, bei dem Herr Schultes am Morgen früh doch gerade noch eingefallen ist, dass er zu dem Neujahrskonzert noch mal leichter der Hartmut Holder schickt, um die Begrüßungsworte zu sprechen. Weil er Hochzeitstag hat und weil er es vergessen hat. Also, jetzt sag ich euch mal was, ne? Wenn der mit mir verheiratet wäre, der wüsste jeden Tag seines Lebens, dass der mit mir verheiratet ist. Und am Hochzeitstag, den der dann nämlich auch nicht vergisst. Der hätte ihn auch schon so. Aber naja, mich hat er ja nicht gewöhnt. Der hat ja unbedingt sein Wetter haben wollen. Und jetzt guck ich halt einfach mal die an. Und dann guck ich seine Frau an. Und dann weiß ich, warum ich mit dir verheiratet bin. Hat er nichts mehr zum Anziehen? Ach Gott, muss er am Ende nackt raus, hä?
gefallen, gell? Ja. Das kannst du glatt vergessen. Weil auch die Grammotor fehlt sind. Schade. Es fehlt bloß an der Brille. Warum? Hat ihm so einen Ost herum. Da hat man unseren Bürgermeister gesichtet. Mit bloß einem Eulenbiegel an seiner Brille. Ja, und zwar nicht bloß privat. Neu, neu. Sogar an ganz hochoffizielle Anlässe, wie bei der Verabschiedung vom Rektor Binder zum Beispiel, vom Gymnasium, hat er einbügelig seine Rede gehalten. Also ich weiß ja schon, dass unser armer Bürgermeister viel länger, weniger verdient hat, wie alle anderen Bürgermeister im Umkreis. Aber so zwei Biegel an der Brille, das sollte ja schon mal möglich sein. Fällt denen zwei in niegelnagelneuer Blitzer auf, über dessen ausgefeilte Technik sie sich auch direkt ausgiebig unterhalten haben. Auf der Rückfahrt haben sie dann die Technik dann auch direkt kennenlernen dürfen. Denn da hat der Blitzer gnadenlos sein ganzes Kennzeug. Zimmermann, Schwarz, die waren in Sulge und haben eine super tolle niegelnagelneue Kneipe entdeckt. Echt? Ja. Brunskachel. Was? Ja, so ungefähr haben wir rausgeguckt, was sie das erzählt haben. Was? Wo mag jetzt wohl die Brunskachel sein? Bis wir dann festgestellt haben, die waren nicht in der Brunskachel, die waren im Bohnenstängel. Huhu, da bin ich wieder. Was hast du jetzt mit den Bändler da angefahren? Hat die Bändler, die fahren seit dem letzten Fasnet Sonntag so und alle Winterstraße rum. Was? Ja. Der Philipp Fischer hat letztes Jahr um die Zeit die Däfele und die Eintrittsbändel vom Kehr aus mit dem Auto rumgefahren. Man bedenke, leider mit offenem Kofferraum. Ja, der Fauxpaschen dann halt leider erst viel, viel später aufgefallen an der Windelstraße, an der Ampel. Somit hat er dann alle Däfele einsammeln können. Aber die Bändel, die fahren überall rum. Jetzt kann sie ihn entsorgen. Du Bruno, wo darf ich den Scheiß da nachschließen? Da, den schwarzen Deckel, den machst du ja. Also, ja, aber der fährt ja nicht bloß Fahrrad, der fährt ja auch LKW und Motorrad. Ja, aber da kann er denn mit dem Reihenstein fahren mit dem LKW. Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Und wenn alles auf einmal und doch noch nicht beim Reich und beim Lesernei und aus. Traude, der Flo ist ein Mann. Der ist jetzt multitaskingfähig. Was ist der? Ich habe immer gedacht, der ist katholisch. Traude, sei jetzt einfach ruhig und lass mich erzählen. Ja. Also der Flo Angeli begegnet dem Bene Ransburger in der Stadt. Zu Fuß und in voller Motorradkluft.
Der Bene fragt ihn, ob sie ihm wohl gerade den Führerschein abgenommen haben. Der Flo erzählt ihm dann, dass er Motorrad machen will und er sein altes Stahlhelm aufgesetzt hat und voller Freude losgefahren ist. Er kommt genau bis zur Brücke. Denn da fährt er direkt in eine Polizeikontrolle rein. Die hatten die Weiterfahrt mit dem Stahlhelm mal direkt untersagt. Also hat der Flo heimlaufen müssen und seinen verkehrstauglichen Sturzhelm wiederholen müssen. Der Thomas Beck, ne? Der wohnt doch draußen in dem, im Röschen. Na? Röschen? Wo wohnt der? Na, im Röschen. Der wohnt im Röschen und Kutten. Auf dem Schild steht Röschen. Das heißt Röscher. Du sollst halt Röscher schreiben und nicht Röschen. Also, ist ja wurscht, wo er wohnt. Auf jeden Fall hat er da draußen ein großes Grundstück und da muss er mit seinem Aufsitzrasenmäher, davon hat er drei, sein Rasenmäher. Und an keinem, ich betone, keinem der drei Rasenmäher geht die Bremsen. Jetzt fährt der Kerl nach Gefühl. Also er fährt immer hin, bis er denkt, dass er da ist, und dann hört er auf zu fahren. Bis der Deich gekommen ist. Dann war der Kerl mitsamt seinem Rasenmäher im Deich gelegen. Zum Glück kann der besser Rasenmäher wie Bremsen reparieren. Ich war in einer Rebschule. Und außerdem weiß ich auch Sprichwort. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So. Ja, wenn er überhaupt so weit kommt. Ja? Wie meinst du denn jetzt das wieder? Ja, unser Zeremonienmeister, Jogi. Will er mit seinen Kumpels nach Mallorca fliegen. Sie waren auch rechtzeitig am Flughafen in Memmingen. Bloß der Flug hat Verspätung gehabt. Jetzt was tut man so lang, bis man endlich mal zum Borden darf. Man trinkt halt ein wenig ein, geht. Und besonders blöd wird die ganze Geschichte, wenn dann noch irgendein Osteuropäer sich an der Tischnase setzt mit einer Fläschle Whisky oder zwei oder drei, dann wird's komisch.
Seine Kumpel, die haben schon geschlafen am Tischdanen. Aber unser durchtrainierter Yogi, der ist tapfer, aufrecht am Tisch sitzen geblieben, hat schon fleißig mitgetrunken. Die Dame vom Boardingschalter hat das alles beäugt. Kritisch, versteht sich. Und als der Flug dann aufgerufen worden ist, weil die anderen haben ja alle inzwischen am Tisch geschlafen, hat der Yogi dann nicht rein dürfen. Sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Laufen Sie mal der Hahn auf der Linie auf und ab. So, das kann der Yogi ja. Der hat die Pflege dürfen. Aber unser Yogi ist ja im Blät. Der sitzt halt ins Taxi und fährt nach Stuttgart. Und fliegt halt dann auf von Stuttgart nach Mallorca. Ja, warum denn nicht? War der Briefkasten weg etwa, oder? Hanoi, der war schon da. Das war auch das Problem. Aber der miauende Wachhund, der Kater Flecki, der hat derart laut vor der Tür gemaunzt, geschrien und gefaucht, dass es sich einfach nicht an die Haustür nahtrot hat. Oder noch jemand daheim war. Ja, trautes Heim, Glück allein. Hui, Deiberne! Wirst jetzt du auf deine junge Gegner romantisch, oder was? Erstens heißt es romantisch. Oh ja. Und zweitens fällt mir da gerade die Steffi Fischer ein. Hi. Bei Fischers gibt's immer frische Fische! Halt jetzt du einfach dein Goschen, lass mich's erzählen. Frische Kräuter, die man im Freiland züchtet und dann schön ins Haus in ein Töpfle pflanzt, sodass man immer was zur Hand hat. Der Andi, ihr Mann, ist fürs Gießen zuständig. Das macht er auch liebevoll jeden Tag. Der Steffi fällt auf, dass immer nach dem Gießen auch ein Fleck Erde neben dem Topf liegt.
Sie wundert sich, aber als brave Frau sammelt sie es zusammen und tut's wieder ins Näpfchen ein. Am nächsten Tag wieder und am übernächsten wieder und so weiter. Dann fragt sie der Andi, ob er ordentlich gießen kann. Der tut ganz unschuldig und weiß von nichts. Seine Unschuld hat sich aber nach genauerer Inspektion der Pflanze bestätigt. Das Häufle Dreck kam von einem dicken, fetten Wurm, der im Basilikum gewohnt hat und täglich sein Geschäft neben der Pflege gemacht hat. Ja, das war ja mal total beschissen. Nein, ich stehe schon spät. Wie schnell doch bloß die Zeit vergeht. Ihr lieben Leute hier im Saal, für dieses Jahr war's das einmal. Für uns war's schön, für euch hoffentlich auch. Und jetzt kommt der Nanamarsch nach